Schneid das raus! Was denn? Das, was wir gesagt haben! Läuft! Glatzt du für sie fröhlich? Ja. Kein Publikum. Kein Alle ja. Proben. Nur wir nicht. Ich habe so festgestellt, ich habe jetzt so einen normalen Arbeitsvertrag und wie der sich liest, das ist schon eine andere Welt. Wenn du so einen Theatervertrag liest, der Gast verzichtet, Spielhure oder du wirst nicht bezahlt. So ein anderer Arbeitsvertrag, das ist dann viel dicker mit so auch Rechten, die man so hat. Beim Theatervertrag, da dürfte eigentlich nur Nein draufstehen und dann musst du darunter unterschreiben. Macht alles wieder auf und die Leute freuen sich und das finde ich großartig. Schön. Man, ja. Sehr schön. Ich kenne mich halt nicht aus. Das muss doch gehen! Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich hatte eine kurze Hose an und ein T-Shirt aus dem letzten Jahr und dann bin ich an den Spiegeln vorbeigegangen. Ach so, im Baumarkt? Ja, und dieses T-Shirt spannte überall. Warum machst du sowas? Weil ich durch das Bad musste, um zur Lampenabteilung zu kommen. Da sind auch nur so viele Spiegel, ja. Die zeigen einen von allen Seiten. Ja. Da kommen mir gleich die Tränen. Ich zerfalle. Man geht auseinander. Man gehe. Zerfließt so. Wie so ein Gott, Stück Schokolade in der Sonne. Ich werd alt. Der Körper, wenn man den nicht pflegt, ne? Der ist ja im Arsch. Ich gehe das jetzt mal an. Hm. So viel dazu. Zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl wurde ein Format ins Leben gerufen. Und zwar ist Sophie Scholl sozusagen auf Instagram. Ich finde das hochinteressant gemacht und auch sehr gut, muss ich sagen. Dass das eine neue Form ist von Geschichtsaufbearbeitung. Eine absolut zeitgemäße und gelungene Aufarbeitung. Das ist so gruselig. Durch dieses Format Instagram, Live Stories, kommt es so dicht ran. Und also mir lief es echt am Anfang eiskalt den Rücken runter. Ich weiß, wir hängen mit unseren Videos immer ein bisschen, aber politisch bin ich momentan. Jetzt ist ja der Bundeskanzler Kurz angeklagt wegen Falschaussage. Ich bin kurz davor, auch in eine Partei einzutreten. Ja? Ja? Nur um politisch aktiv zu werden. Ich weiß es noch nicht. Frage ich manchmal so meinen Mann, du, was hättest du gesagt, hätten wir uns kennengelernt? Und ich hätte dir gesagt, ich bin Parteimitglied und total engagiert. Na und? Hätte dich dann genommen? Kommt das drauf an, welche Partei. Wie hieß sie denn von der AfD? Die Bitch der AfD. Frauke Petri. Die war mit einem Pastoren verheiratet. Hat er das nicht gesehen, dass die abgleitet? Die Ehe ist ja dann auch beendet worden. Ich glaube, man liebt einander, man ist verheiratet und als Pastor steht man vielleicht noch ganz anders zu dieser Sache. Aber ich glaube, man geht erstmal ganz, ganz, ganz viel mit dem Partner. Also, wenn meine Liebste jetzt anfangen würde, mir zu erzählen, dass die ÖVP wählt, da wird völlig aus dem... Sicher? Weil das hat doch auch mit Lebenseinstellung zu tun. Natürlich. Dann wüsste ich nicht. Wenn der Partner oder die Partnerin plötzlich zu den Querdenkern läuft, da würde ich dann auch nicht mehr mitgehen. Ja, ich wollte dir was sagen. Seitdem ich vegan bin, habe ich ja einen Whirlpool. Ein Whirlpool? Gut, so, nächstes Thema. Vineta hat jetzt... Die Proben haben angefangen. Ja! Endlich darf Vineta wieder untergehen. Und es wird wohl nur das Ensemble spielen. Ach, das ist doch geil. Das ist aber richtig cool wieder. Ich habe einmal mitgespielt. Einmal. Vineta war doch, wo sie dir die Spritze durch das Latexkostüm gerammt haben. Nee, oder? Es war kein Latexkostüm. Ich habe von Beate Ude einen Ganzkörper. Deswegen liebe ich Onesies. Wir hatten einen Ganzkörperanzug an, aus Netz. Und dann war aber der Schritt offen. Nicht? Hoch im Norden, weit im Osten. Ich habe das nie gelernt. Erdbeermarmelade. Hab ich dreckige Fingernägel. Früher hatten wir einen Benzinrasenmäher. Da hat meine Mutter mir beigebracht, du darfst niemals an dem Messer drehen, weil dann könnte der Motor wieder anspringen, das geht los. Jetzt haben wir einen Akkurasenmäher. Dann gestern mit der Hand, weil irgendwie, ich war auch zu faul, mir was zu holen. Püriertes Gras, das klebt dann so in dem Innenbereich und immer so die Messer wegschiebe, um da ranzukommen. Habe ich auch darüber nachgedacht, ob das bei Elektrorasenmähern eigentlich auch der Fall ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall könnte das eine Eröffnungssequenz eines Splatter-Horror-Movies sein. Oh, ich sag's dir. Erstmal die Blumenwiese. Vögelgezwitscher. Die Frau mit dem Strot und dem Leinenkleid geht über die Wiese. Und dann denkt sie, ach, der Sonne. Wo auch immer kriegt sie auf einmal eine Limonade noch her. Genau. Dann plötzlich macht's.
Oh, was wird es wohl sein? Ich glaube, ich muss ihn reinigen. Und sie dreht den Rasenmäher rum. Es muss sich etwas verfangen. Und dann sieht man ja diese Hand, die sie reingreift. Sie hat natürlich wahnsinnig schön manikürierte Fingernägel. Sieht richtig hübsch aus. Und man sieht auch nie, dass sie dreckig werden. Weil in dem Moment, wo sie schon reingreift, macht es... sieht man nur so von Weitem, den Stumpf rauszieht, es spritzt das Blut, sie will wegrennen, das Leinenkleid verhängt sich aber in den Messern des Rasenmähers. Gott, ja, das stimmt. Und wird am nächsten Morgen von einer Vorschulgruppe auf dem Weg in den Wald gefunden. Bitte nicht klauen, wir werden das verfilmen. Mensch! Was, also heute? Mach's nochmal. Da komme ich endlich mal in Gesprächslaune. Und dann macht Peter dieses Gesicht. Wir beenden das mal hier, bevor Peter jetzt noch so viel schneiden muss. Ich schneide mir mal die Fingernägel. Der Rasen ist schon gemäht. Ist ja irre, ja. Bis dann, ich mache jetzt aus. Tschüssi. Was? Okay, ja. Das wird jetzt einmal so stehen gelassen. Du hast, das wusste ich nicht. Echt? Ja. Wo? Im Haus? In der Badewanne, ja. Ach. Ja. Im Texas oder in Wien? In Wien. Und in Texas haben wir nur eine Dusche, leider. Ach, wie denn? Eine neue Wanne eingebaut, oder? Nee, das ist mit der alten. Wie geht das?